Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing, wie ich in meinem Autofahrvideo, keine Ahnung, wie ich es nennen werde, gesagt habe, was ich vorhin aufgenommen habe, was ich als erstes natürlich hochlade, das ist schon dabei, weil sobald ich mit WLAN verbunden habe, geht es los. Und zwar, oh, seht ihr nicht. Ich habe auch schon Licht gemacht, also mehr Licht geht nicht. Das ist der Bosch Staubsauger ROX X. Und genaue Bezeichnung ist... Oh. Ja, kann ich mal aufmachen. Er kostet zwar viel, aber ist sein Geld wohl wert. Schatzel hat gemeint, der ist, den hat sie auch und der ist top und der hat Power und... Ich habe ihn bei Otto gekauft. So, powered by Otto. Habe dafür auch ein heilen Geld ausgegeben. Und die ganzen Rezensionen waren auch sehr gut. Toll, steht nur Staubsauger. Hier steht nur Staubsauger drauf, keine Modellbezeichnung. Kacke. Ja, werde ich in die Videobeschreibung reinschreiben und der Titel heißt ja dann auch so. Ach, hier steht's. BGS 61 43 0. Ich brauche dafür erstmal meine Lesebrille. So. Hat auch ordentlich Gewicht drauf, das Teil. Deswegen nicht am Unboxing-Tisch, sondern auf dem Fußboden. Weil mein alter Staubsauger, der hat ihn auf Atom- und Kohlekraftwerk gemacht. Sprich, in der Mitte hat er geglüht. So richtig so. Wie so ein Herbstschlag sah das beinahe aus. Und hinten kam schwarzer Rauch raus. Und dann habe ich den erstmal auf die Straße verbannt. Und da stehen lassen, bevor ich ihn wegschmeiße. Weil, nicht, dass der noch glüht und mir noch die Mülltonne mit abfackelt. So. Hier werde ich kein Hardware-Check-Video machen, kein Hardware-Video machen, das ist alles offen, das werden wir gleich alles mit eben mal machen, hier ein Unboxing und Hardware-Check-Video werde ich dann später machen, werde ich mal nicht ungetestet machen, weil ich will die Bude sauber kriegen und deswegen werde ich den heute auch gleich benutzen. Aha. Gut. Haben wir hier eh mal eine Bürste für... Ja, denke mal, Sofa. Dann haben wir den Schlauch. Oh, der hat eine gute Halterung. Die haben Schlauch gleich so ein hartes Ding hier dran. Ja, Griff. Ich bin nicht auf den Namen gekommen. Sorry, Leute. Sieht ein bisschen aus wie beim Tanken. Auch nicht schlecht, aber cool. So. Und ich bin echt gespannt, wie der saugt, weil der soll echt gut sein. So, der hat, kann ich auch so einen EU-Aufkleber mit bei, ist auch noch das ältere Modell, davon gibt es auch ein neuere, der hat Energieeffizienz E. Da gibt es auch noch einen, der hat, glaube ich, A, hat der das Nachfolgermodell. So, hier steht alles erklärt, aber ich bin noch nicht blöd, ich weiß doch, wie man einen Staubsauger bedient. So, hoffe ich, denke ich. Einmal die Teleskopstange. Ach, ich werde doch zwei Videos machen. Wir sind noch nicht. Ich packe hier erstmal aus. Dann haben wir die Bürste, die normale Staubsaugerbürste halt. Alter Scheiße. Ja, der hat ordentlich Gewicht, hat der. Ordentlich Gewicht. Meine Fresse. Ist hier noch was drin? Noch Gold versteckt? Geld versteckt? Nüscht. Dann können wir zumachen. So. Oh. Oh, hier ist ja ein, das sehe ich jetzt erst, ne, weg im Hardware-Check, im Hardware-Video machen. So, hier ist mein Staubsauger. Ihr bekommt halt den Staubsauger dazu, eine normale Bürste,
eine Polster, doch heißt Polsterbürste, ich weiß es nicht. Ich bin Mann, ich weiß, dass man das dafür nimmt, aber ja. Namen. Eine Stange und den Schlauch. Ja, und alle weitere würde ich jetzt erstmal im Hardware-Video machen, wo wir uns die Hardware denn etwas genauer angucken. Ist auch klasse. Bosch Staubsauger Hardware-Video. Ja, okay. Ich will mich ja sowieso ein bisschen erweitern. Von daher passt das schon mal ganz gut. Würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich im Hardware-Video. Wenn euch das noch interessiert, wie es sich zusammenbauen lässt und ob ich das hier alle gleich hinkriege. Ja, mein Kater klaut sich natürlich gleich wieder einen Karton. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich im Hardware-Video. Ahoi!